Ich kann gut jodeln, ne? Ich habe mich gerade an meine alten Zeiten erinnert. Ich sehe gerade drei so Fotos hier, wo ich so eine alte BMW R60 gekauft habe von einem Typen aus irgendwo aus Plittenberg. Da war ich aber, das war 1958. Ja, da bin ich dann nach dem Typen mal hingefahren. Ich hatte vorher so eine alte DKW. Da komme ich bei dem an, das war eine 600er BMW, eine R60. Da sagt der Typ zu mir, wie viel wiegst du denn? Ja, ich sage, 59 Kilo. Da kannst du nicht mitfahren, sagt der Verkäufer zu mir. Das geht mal gar nicht. Du willst von dem Motorrad runter. Ich denke, ach du Scheiße. Ich denke, kaufst du, was du mir denn jetzt oder kaufst du es nicht? Ich denke, scheißegal. Ich war da so geil noch, habe den alten Stuhl gekauft. Baujahr, ach was weiß ich, die war bestimmt 5-6 Jahre alt. Seht ihr auf dem Bild auch, was ich euch da oben gezeigt habe. So, dann habe ich das Ding gekauft, habe ich das in Plettenberg mich draufgesetzt, habe mir ein Nummernschild besorgt und dann bin ich dann von Plettenberg nach Werdohl gefahren. Hat immer auf den Wind gewartet, dass das mich endlich abweht. Ich denke, ich fahre da so rum, ich denke, Mann, das ist doch geil, was jetzt hat der denn? Hat der da für eine Scheiße erzählt, dass ich von dem Motorrad abgeweht werde? Nein, das war mal gar nicht so. Ich fuhr mit dem Ding los, ich hatte vorher eine alte 215 DKW, da war ich 16. Da muss ich auch noch eine kurze Geschichte von erzählen, von meiner DKW 250. Passt mal auf. Da war ich 16 Jahre und da hatte ich einen Roller. Eigentlich einen Roller, einen 50er Kreidler. Da sind wir dann immer mit den Kreidlers, haben uns immer in der Stadt getroffen, auf so einem Platz, wo diese großen Stars waren, die Motorräder haben. Horex, BMW, Zündapp 600. Und ich habe immer bewundert nach oben geblickt. Ich habe gedacht, Mann, wenn du so ein Motorrad mal hättest. Dann habe ich gedacht, da war ich in der Lehre. Als Autoschlosser und da haben die dann einmal das 215 DKW in Zahlung genommen und dann habe ich mir die gekauft, hatte den Führerschein noch gar nicht so richtig, aber ich habe einfach gemacht. So, dann habe ich die DKW gehabt und dann bin ich dann zu dem Platz hingefahren, wo die Jungs mit ihren tollen Motorrädern stehen, in Lüdenscheid auf dem Marktplatz. Und die standen da alle und ich hatte die DKW da, ne? Und das dachte ich, ach, jetzt hast du mir schon mal ein Motorrad. Und dann dachten die auf einmal, wir fahren nach Hagen, über Hilfe, über Rummelnoll. Ich denke, ach du Scheiße, ob ich da mal mitfahren kann, habe ich ganz schüchtern gefragt, weil es ja meine Stars waren, kann ich denn mit euch fahren? Ja, kannst mitfahren, aber behindere uns nicht, wenn wir da runterhämmern. Ah, ich denke, okay, da fahren wir langsam hinterher durch die Stadt und dann, wenn die dann loslegen, dann werden sie wohl irgendwann in Hagen sein und denken, wo ist denn der Bruder geblieben? Ja, dann bin ich dann so hinterhergefahren hinter denen, so durch die Stadt durch, da war ja noch keine Geschwindigkeitsbremse in der Stadt, da konntest du ja so schnell fahren, wie du es wolltest. Konntest auch 100 fahren, auch 150 fahren, Radar gab es nicht, Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt auch nicht. Dann bin ich hinter denen hergefahren, so wie es geht, weil ich denke, kannst du ja mal ein bisschen vorbeifahren, habe ich gedacht. Und dann bin ich dann so ein bisschen an den, waren so 6-7 Mann, dann bin ich dann an denen vorbeigefahren, dann bin ich dann berg nach oben und runtergehämmert, wie ein Kranker aus meiner Mofa-Zeit und aus meinem Leichtkraftrad-Zeit dachte ich, jetzt fährst du mal richtig los. Gleich werden sie wohl an dir vorbeiknallen, dass dir der Arsch wegfliegt. Und ich gebe Gas und Gas, guck mich gar nicht mehr nach hinten. Komme dann irgendwann in Hagen an und denke, wo sind sie? Und war nicht mehr zu sehen. Ich denke, ach, die sind das so, das waren ja so Schautermänner. So denke ich, naja, einen anderen Tag fahre ich da wieder hin, wo der Motorradtreff war, da standen sie da. Bist du wahnsinnig, du bist ein Verrückter, du bist ein Bekloppter. Mit dir, das bleibt bloß da, mit uns fährst du nicht mehr, du machst uns alles kaputt. Da haben die Respekt vor mir gehabt, als junger Bengel, ich war mal gerade 17. Davor, muss ich noch sagen, hatten wir alle Kreidler und Zünder, so 50 Kubikteile. Da haben wir uns auch immer auf dem Platz getroffen. Und dann war ich so ein Wilder, da musste ich zum Verkehrsunterricht in Lüdenscheid. Da waren 200 Mann in dem Saal. Da kommt der Typ von der Stadt, hält seine Rede, auf einmal mucksmäuschen still der Laden, zeigt mit dem Finger auf mich und sagt, hier in diesem Saal fährt einer rum durch die Stadt wie ein wild gewordener Handfeger, der wird niemals seinen Führerschein kriegen. Oh, mein Herz ging in die Hose, ich denke, Scheiße. Und dann sagt er noch auf einmal irgendwann, dann ging es um die Verkehrsregeln, da sagt er,
Ein Kreisverkehr, da könnt ihr immer rumfahren, das ist nicht strafbar. Ich natürlich, oh nein, da war das, gab es das Kino Sterntheater noch in der Stadt, sind wir eine Speckvorstellung gegangen, mein Motorradchen stand oben auf dem Marktplatz, ich das Motorrad geholt, die Speckvorstellung war zu Ende, bin zu dem Sternplatz gefahren und wie ein Kranker immer um den Kreisverkehr gehämmert, die Fußrasten waren am Schleifen, die ganzen Kinobesucher, die standen alle an der Straße, haben sich das angeschaut. Dann kam auf einmal so ein Sheriff um die Ecke. Stopp! Schrie er laut. Ich sag so ihm, wie? Was ist denn los? Ich habe das selber im Verkehrsunterricht gesagt. Ich kann ja so oft rumfahren, wie ich will, das wäre nicht strafbar. Aber dann ist so schnell und so umfangreich. Na ja, ich sag, komm, ich scheiße mal nie in der Hose. Man kennt mich doch in der Stadt überall als wild gewordenen Anfänger. Naja, das war dann die Zeit davor. Und dann habe ich mir die BMW gekauft. Wie gesagt, was ich vorhin erzählt habe, dass mich abwehen wollte, das Teil. Da sind wir zum Schützenfest gefahren und da war mein Traum immer, Mensch, die Jungs, die da der steilen Wand fahren, die haben es ja drauf. Ich gehe da zu dem Typen hin, vorne vor der steilen Wand standen die ganzen Zuschauer, die da Eintritt bezahlen wollen und da rein wollen. Ich gehe da hoch zu dem Typen, ich sage, hör mal, können Sie mich denn nicht mal mitnehmen? Klar, sagt er, da gibt das noch mal, heute würde das gar nicht mehr gehen, da würde jeder Rechtsanwalt den Typen da ja dann einen anhängen. So, ich gehe hoch, die Treppen da hoch. Da sagt er, komm rein in die Halle da, in die steile Bretterwand, setz dich vor mir auf den Sitz, tu die Füße vorne in den Lenker, dann sind wir wieder rumgefahren. Ich denke, Mann, das ist doch gar nicht so schwer. Ich sag zu dem Typen, hör mal, kann ich denn mit meinem eigenen Motorrad da rumfahren? Mit meinem Kumpel, der hatte eine Horex, eine 600er Horex, eine dicke, und ich hatte eine BMW. Ja, sagt der Typ, könnte er machen, das würde heute gar nicht mehr gehen. Und dann die ganzen Leute vor dem steile Wand fahren. Lügen, steile Motorradfahrer, fahren steile Wand. Die wollen es mal versuchen. Mir ging das Arschloch wie auf Brandeis. Ich denke, scheißegal, fahre die Seite hoch, fahre in diesen Teil da rein. Mein Kumpel auch. So habe ich mir gedacht, Mensch, ich habe das mal geübt in so einem alten Feuerwehrteig. Der hatte auch so Schrägen drin. Da bin ich mir mit Muckik drumherum gefahren. Ach, ich denke, probier mal. Fahr da durch, so unten am Rand rum, ging. Habe ich dann langsam nach oben getaucht, war gar nicht schwer. Ist ganz ehrlich gesagt, Kinderkacke, geht ganz leicht. Ich habe es geschafft, aber mein Kumpel, der hat es nicht so richtig auf eine Latte gekriegt. Der fuhr unten rum und oben am Ende von dieser Bretterwand ist so ein Drahtseil. Da fährt er auf einmal kerzengerade von unten hoch, knallt unter das Drahtseil und fliegt mit dem Arsch hoch, von oben runter. Haarscharf das Motorrad nehmen, wenn er sich um den Ball gefahren wäre. Das war natürlich mal heftig. Dann haben wir darüber nachgedacht, wie gefährlich das eigentlich war. Ja, da kam ich dann aus dem Schützenfest-Ding wieder raus. Herr Brunner, ich war sofort stadtbekannt. Stadtbekannt, haben sie gesagt, der hat sich mal auf der Latte. So, dann war aber auch auf der Kirmes immer viel los. Und die Mädels, waren wir mit dem Motorrad, wir waren ja die Einzigen, die Mädels, die interessierten sich auf einmal komischerweise für mich und mein Motorrad. Da stand da so eine geile Alte rum auf der Freddy's Raupe, Petticoat an und, ach die Raupe, die war ja immer dazu da. Das war früher auch so, da standen wir mit unserem Motorradhändler, dann stand an der Seite und wenn die Mädels dann gefahren sind mit der Raupe, bevor das Dach zuging, alle Jugendlichen hinter den Weibern in die Raupe rein, sobald die Raupe zuging, da wurde der Weiber sofort in den Rock gepackt. Und das sagten die scheinbar sehr gerne. Und da sagt die eine zu mir, kannst du mich denn nicht mal auf dein Motorrad mitnehmen? Ich sag, klar, Logo. Und ich hatte die BMW da stehen an der Raupe. Dann kam dann was zu Ende von dem Ding, die war rausgegangen und sie wollte unbedingt mitfahren. Petticoat saß hinten drauf mit ihrem Arsch, mit ihrem Zahn. Ich mit meine knapp 60 Kilo vorne. So, ich denke, na, gib mal Gas. Und weil ich ja zeigen wollte, dass ich da so ein toller Motorradfahrer war, bin ich mal mit richtig Gas angefahren. Und ich war am Erzählen, am Erzählen, und am Erzählen. Auf einmal dreht man immer die gar nicht mehr da. Da lag die da ungefähr so auf 100 Meter entfernt, lag die da im Dreck auf der Erde. Beim Scholli war sie mit dem Arsch runtergebrochen. Ja, das war noch Zeit, ihr lieben Biker. Das war noch Biker-Zeit. Da könnt ihr mal einen drauf lassen. Ich erzähle euch demnächst noch viel mehr. Ich habe so viele Geschichten drauf. Das ist unfassbar. Also das wollte ich euch mal beibringen, was ich alles so erlebt habe schon in meiner Motorradlaufbahn. Ja, das war schon mal heftig alles. Alles klar, ihr hört noch mehr von mir. Okay, und ciao.
Stell dir mal vor, stell euch mal vor, ich treffe den Mann wieder heute, der mir damals vor 60 Jahren, der mir damals das Motorrad verkauft hat, die R60. Der Typ war das hier, der mir gesagt hat, wenn du die kaufst, der Wind weht dich ab mit deinen 60 Kilo. Hast du doch gesagt, oder? Der Wind weht dich ab und den treffe ich heute zufällig, wo wir unser Video waren, treffe ich diesen Menschen wieder. Unglaublich! Und er ist sehr gut gefahren, hat viel Spaß gehabt. Ja, ich war auch der wild gewordene Anfänger in der Stadt, oder war ich das nicht? Ja. Was haben die Leute alle gesagt, was ich für Motorradfahrer war? Super. Und was für ein wilder Hund ich war? Ja, auch. War ich bekannt? Immer, wie gut der Hund. Ja, wie gut der Hund war. Ja, danke schön, dass du gerade noch hier bist. Das ist ja, finde ich ja total geil. Okay, danke. Bitte. Okay, mach's gut, bleib so, wie du bist.